alle zusammen. Wir machen diesmal sozusagen ein Lunch to go. Also einfach, wenn man mittags sein Essen halt schon dabei haben möchte und will das ganz schnell am Abend vorher schon vorbereiten, dann kann man das so machen. Ich werde das jetzt in ein Glas machen, wo man jetzt nicht zumachen kann, aber normal wäre das dann so gedacht, dass man das in so ein Einwegglas oder so gibt, wo dann verschlossen ist und dann hat man das einfach schon dabei. Und es ist auch zum Teil eigentlich ein gutes Rezept mit Resteverwertung wieder. Dass man, wenn man Nudeln übrig hat, wir machen ja jetzt eine Nudelvariante, dann kann man das machen und alles andere kann man so mehr oder weniger zusammenstellen, wie man das möchte. Wir beginnen jetzt erstmal und zwar mit einem Pesto. Ich muss es gerade noch ein bisschen hier verrühren. Wir geben jetzt etwas Pesto nach Wahl, ob das jetzt rotes Pesto ist oder grünes. Da gibt es jetzt wieder x Unterschiede. Das kann man machen, wie man mag. Das geben wir erstmal hier unten rein. Dann geht es weiter mit den abgekochten Nudeln. Da gebe ich jetzt einfach mal ein paar rein. Zack, zack. Ich werde jetzt alles nicht so voll machen, weil ich da nicht so viel Platz habe. So, einmal das. Jetzt geht es weiter. Ich gebe ein paar getrocknete Tomaten hier noch dazu. So klein geschnitten. Dann nochmal einen Schwung von den Nudeln. Dass sich das so ein bisschen vermischt. Ich gebe jetzt doch nochmal einen kleinen Klecks und Pesto dazu. Jetzt geht's weiter. Ich nehme jetzt einfach hier mir ein paar Lauchzwiebeln. Ich mag die so gerne. Dann haben wir zum einen noch Tomaten und Paprika. Gehen wir das drauf. Was haben wir dann? Dann nehme ich einmal zwischendrin ein paar so Salatkörner. Also das ist einfach so eine gemischte Mischung. Einfach so Sonnenblumen, Kürbiskerne, Pinienkerne drin sind. Da ein paar drauf. Dann habe ich hier die kleinen Mozzarella-Bällchen. Geben wir mal hier welche rauf. Dann habe ich mir noch überlegt, Mais dazu zu geben. Da muss ich noch gerade meinen Löffel gerade schnell sauber machen, beziehungsweise ich nehme einfach einen neuen. Mais. Ach, gehst du auf? Oh, ich gebe jetzt noch ein bisschen Oregano dazu. Das andere ist ja so das Hauptgewürz Pesto. Man muss natürlich da ein bisschen Platz lassen, dass man das dann am Schluss ein bisschen, also dass man an das Pesto rankommt. Dann kommen noch mal Tomätchen oder Paprika, einfach so was man. Also im Endeffekt habe ich jetzt schon alles, das was ich dran haben wollte, dran. Das andere ist jetzt halt nur noch so Wiederholung. So, das war jetzt eigentlich auch schon alles. Jetzt muss ich mal das ein bisschen durcheinander bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wäre, wenn man das Pesto oben drauf gibt. Und man das Nacht über im Kühlschrank stellt, ob das dann zu pestolastig ist oder so. Ach Gott, mir kommt schon alles raus. Ich probiere jetzt einfach mal. Super erfrischend. Mmh.
Ich finde es super lecker. Wie gesagt, man muss es halt jetzt noch ein bisschen umrühren. Ich habe es jetzt relativ voll gemacht. Und dann ist es wirklich was schön sättigt, wo viel Vitamine auch drin sind mit dem frischen Gemüse. Und ja, was soll ich mehr sagen? Außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!